Freunde des Horrors und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Silver Chains. Und wir hatten in der letzten Folge anhand dieser Zahl, die wir hier gerade noch an der Wand sehen, es geschafft, das Schloss hier von der Tür wegzunehmen. Das Schloss, ich nehme an, er hat es irgendwo hingeschmissen, das ist jetzt nicht mehr relevant. Und wir gehen jetzt gleich mal hier in die Tür. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe letztes Mal an dieser Stelle unterbrochen. Heute beginnen wir hier wieder. Keine Ahnung, was uns erwartet, ob ich gleich sterben werde, ob ich die schnellen Schuhe brauche. Schauen wir uns das hier langsam mal an. Aha, hier hinten ist ein Teil oder beziehungsweise eine Pflanze mehr von dem besagten, wie heißen die, Akonit, glaube ich, Akonit. Und da haben wir ja schon zwei Teile und das tote Mädchen Ellie hat doch gesagt, dass sie uns helfen wird bei der Zeremonie, bei dem Ritual und wird dafür diese Akonitpflanzen brauchen. Und zwei haben wir, das ist Nummer 3. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es am Schluss 4 Teile sind, also Stück, oder ob wir 5 brauchen. So, für den ersten Moment sieht es hier sonst harmlos aus. Ich denke nicht, dass Mutter kommt. Hoffe ich mal. Und sonst werden wir es erleben. Das vierte war das schon, okay. Noch eines, okay. Also 5 brauchen wir. Und die wurden uns doch immer angezeigt, indem wir hier eigentlich unser Monokel benutzen. Da hinten ist was. Also natürlich nicht hier im Raum. Wäre auch zu schön gewesen. Da zeigt es. Ist das eine Treppe? Auf jeden Fall sieht das nicht aus, als würde sie, also dieses Teil im selben Stockwerk sein. Ein bisschen angespannt bin ich schon. Weil nur weil bis jetzt Mutter hier noch nicht aufgetaucht ist, heißt ja nicht, dass Mutter nicht plötzlich doch noch irgendwo auftaucht. Im Treppenhaus. Da es doch eine Passage gibt, wo wir einen Schrank finden. Was meint hier unser Suppenkasper? Der ist, glaube ich, nicht mehr hier. Nein, natürlich nicht. Haben sie auch bewusstlos geschlagen? Der Brett können ja nicht kommunizieren. Dass der Schrank, der geht, oder? Ist das richtig? Nein, der geht nicht. Da müsste ich die Türe noch vor mich hinhalten. Okay. Und hier ist ja immer noch dieses komische Buch mit dem... Aber wir können das einfach nicht benutzen. Da drin hatten wir ja, wo wir zum ersten Mal in den Raum kamen, dieses Bild. Hier waren wir auch hergekommen. Ist einer der Schränke, in dem wir uns verstecken könnten. Jetzt sind wir aber nah. Hä? Komm ich hier hin? Nein, ich muss auf die andere Seite. Wobei, das ist ja eigentlich nur durch zwei Räume kurz durch und dann haben wir es. Das hat doch geblitzt. Ich dachte schon, da wisst wieder was. Hier ist der Moment. Die Tür ist zugemauert. Jetzt bam. Der richtige Moment für einen Jumpscare.
Das wäre ja hier, oder? Noch witzig. Ich sehe die Treppe nicht. Aber die ist doch hier gewesen, gerade. Das ist aber frech, oder? Findet ihr nicht? Das ist jetzt frech, weil kaum ist die weg und ich habe die Taschenlampe an, gibt es hier keine Leiter. Hoppla. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Ja gut, dann ist der Fall klar. Wir benötigen das Monokel. Möchte eigentlich hier nicht runter. Da bleibt mir wohl nicht viel anderes übrig. Wir sind in dem Raum. Okay. Oh, ein Schrank. Kommt das gut? Ja, den kann ich auch benutzen. Gibt es noch weitere Schränke? Den kann ich auch benutzen. Nein, nicht. Da müsste ich mich in ein Regal quetschen. Okay, das ist ein Schrank in einem Raum und das letzte Stück. Wie lange habe ich von hier? Drüber. Das ist jetzt sehr ominös. Und so viele Türen. Eine, zwei, dann war ich noch eine. Okay. Würde funktionieren. Würde. Bedeutet nicht, dass es funktioniert. Naja, bleibt mir aber nichts anderes übrig. Oder? Also. Könnt mir sagen, was ihr wollt. Aber die Alte hat den Raum noch nicht betreten, als ich in dem Schrank war. Okay. Und jetzt fange ich wo an? Das ist doch wieder. Der war frech. Der war frech. Jo, oberes Stockwerk. Es gibt ja einen Erfolg, wenn ihr das Spiel fertig macht, ohne dass euch die Mutter einmal erwischt. Also der ist jetzt schon mal zunichte. Und ich frage mich jetzt gerade, was ist jetzt schiefgegangen? Weil noch schneller kann ich ja nicht in den Schrank. Ist es einfach so verpackt? Muss ich die Taschenlampe ausmachen? War das das Problem? Ja, kann auch sein, oder? Muss ich den weiten Weg nehmen? Muss ich hier? Nein, nicht hier. Soll ich hier entlang rennen? Da habe ich ja ewig. Ja, vor allem stehe ich dann vor der Tür. Macht keinen Sinn, oder? Ja, wir versuchen es nochmal. Das war der falsche Knopf. F statt T. Stunden später. Es ist einfach gerade echt scheiß dunkel in dem Raum.
Zum Glück ist es nicht wirklich komplett am Arsch der Welt. Und er relativ schnell wieder dort. Schauen, ob es jetzt funktioniert. Taschenlampe ab. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Tja, okay. Falls also jemand Interesse hat, den Erfolg zu machen, wo man sich von der Mutter nicht erwischen lassen sollte, dann würde ich an dieser Stelle empfehlen, von Anfang an das Licht auszumachen. Ich werde es irgendwann sicher mal wieder versuchen mit den Erfolgen, wenn ich dann an die Erfolge komplett gehe. Den einen oder anderen haben wir ja jetzt schon. Hängt ja mal gerade raus. Also, das war das letzte Teil, ja. Und jetzt frage ich mich gerade, reingekommen sind wir von hier, oder? Und da stand das Sargon. Natürlich lässt er uns hier nicht mehr raus. Wir gehen jetzt dort raus. Oh, die Tür ist weggesprengt, oder? Mutter ist stinksauer. Wo sind wir hier? Lassen sich immer noch nicht entfernen. Wir haben ja jetzt alle Teile. Hier waren wir drin, also wie kam sie her? Hier wäre auch noch ein Schrank zum drin verstecken. Ne? Okay. Da war das Bild, aber hier gab es meiner Erinnerung nach keine weitere Tür. Wobei, wir müssen ja jetzt eigentlich sowieso auf den Dachboden, oder? Dort oben müssen wir diese Zeremonie machen. Ich werde sicher gleich mich zu Tode erschrecken. Hm. Dachboden auf der anderen Seite. Scheint gerade so. Meine! Naja, musste ja noch kommen. Boah, gleich gerade Hühnerhaut. Kann ich jetzt hier hoch? Ah ja.
Die hatten wir ja neulich, als wir zum ersten Mal hier oben waren, alles eigentlich angeschaut. Komisches Labyrinth. Hier bekommen wir den Soldaten. Ja, das ist genau, das ist hier, das. Nur eine Chance, okay. Das legt sie ja wieder, legt er wieder hin, Peter. Okay, hier wären wir ja am Ziel. Aber ich habe so den Verdacht, es wird sowieso was passieren, sobald wir das hinlegen. Jetzt schön noch liegen lassen. Den möchte ich derzeit nicht benutzen. Gibt es hier noch Optionen? Nein. Komme ich hier hin? Also wir könnten, dieser Weg ist eigentlich in dem Fall geschlossen. Und was ist da drüben? Da gibt es auch noch einen, oder? Okay. Und hier war ja das Teil. Da kamen wir ja jetzt her. Verbindung zum Zoo gibt es, glaube ich, nicht, oder? Also komme ich jetzt hier drüben auch wieder zum Weg da, mit dem Talisman. Hier ist einfach der Abgang. Okay. Jetzt ist irgendwie alles ein bisschen sehr ominös, merkwürdig angeordnet. Ja, dann machen wir die Zeremonie, hm? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel jetzt zu Ende ist, wenn ich die Zeremonie mache und das der letzte Jumpscare gewesen ist, hier unten mit dem Fenster. Jetzt die Frage, was mache ich zuerst? Das. Ich glaube, ich muss hier zuerst. Okay, meinen Soldaten haben wir benötigt, den Ball. Waren das die einzigen? Eins, zwei, drei, vier. Ja, drei Sachen hatten wir, zwei haben noch gefehlt, die haben wir. Und hier sind das unsere Akonite, oder nehme ich an. Muss ich darauf? Ach! Da ist doch unser Sportsfreund. Sitzt er noch da? Ja. Hat dem Guten nicht der Arm gefehlt? Ich hatte doch. Der wurde mir doch geklaut, oder? So. Ende Gelände. Jetzt bist du fertig. Oder bin ich? Nein? Sieht gut aus.
hier gut aus. Ach du Kacke. Scheint Mundgeruch zu haben. Das hat mich gleich an den Socken gehauen. Oh, er speichert. Das bedeutet vermutlich nichts Gutes, oder? Wo sind wir? Ah, das ist wieder. Wir sind wieder hier. Okay. Toll, man wird bewusstlos auf dem Dachboden und findet sich in der Nähe quasi der Kellerpassage. Zu unterst unten. Okay. Der Schrank jetzt. Nicht repariert. Vor allem die Türen sind alle zu. Ist die auch zu? Die ist auch zu. Okay. Da haben wir angefangen, oder? Damals. Die Musik lässt nichts Gutes erahnen. Können wir es nicht? Wieder alles abgeschlossen. Zugemauert. Drei Türen, drei. Ich habe die hinterste Tür aufgemacht und stehe nun wieder hier vorne. Ist das ein Bug? Oder das ist jetzt crazy. Also, nochmal. Diese Tür geht nicht auf. Bei dieser Tür specke ich wieder an das Ende des Ganges. Ich bin mir nicht sicher, ob das so sein sollte oder ob das ein Bug war, aber jetzt haben wir eigentlich noch diese Tür. Kann nicht sein. Was übersehe ich? Hat es eine Tür? Ach, die gegenüber vom Schrank habe ich nicht versucht. Weil... Ich habe mich hier natürlich auf den Schrank konzentriert und habe die total übersehen. Macht aber nichts, geht auch nicht. Irgendwie sehr, sehr leer. Hä? Was willst du von mir? Lässt sich auch. Monopol geht übrigens auch nicht. Es geht rein die Taschenlampe. Sagt mal. Inventar kann ich nicht öffnen. Wahrscheinlich besitze ich nichts. Habe ich jetzt schon 40 Mal versucht. Die geht nämlich auch nicht ein. Ein bisschen überfordert. Keine Ahnung, was das Spiel von mir möchte. Alle Türen gehen nicht auf. Die haben wir auch schon versucht. Das ist jetzt zum zweiten Mal, aber dieses Mal ist die rechte Tür vor etwas die linke Tür. Und jedes Mal stehe ich. Sorry, jetzt wird es mir ein bisschen gerade zu viel. Ich gehe an das Ende des Ganges, versuche alle Türen, die linke geht auf. Ich stehe am Anfang.
Ich muss wieder durch den gleichen Korridor. Diesmal versuche ich wieder alle Türen und nur die rechte geht auf. Sie portiert mich wieder zurück und dann geht plötzlich eine Tür auf. Und wir sind in der Bibliothek, oder? Irgendwie sehr, sehr schräg. Sehr, sehr schräg. Und hier ist das Foto, das hatten wir doch schon im Besitz. Okay, das hat er genommen. Kommt schon der nächste Jumpscare. Hier hatten wir doch auch noch etwas gefunden. Ja, genau hier. Hier. Komplett leer. Nur noch Maden. Lassen Waage daran erinnern, was hier war. Also theoretisch müsste ja jetzt diese Tür wieder aufgehen, weil es gibt ja gar keine andere Ausgangsoption hier im Raum. In der Tat. Und wir sind dafür auch gleich wieder hier am Anfang. Wir gehen aus einer Tür raus und stehen mitten im Gang. Aber vorhin war doch hier eine Kette. Aha. Haben wir es geschafft? Ist das ja... Nein. Peter. Ah, Mutter. Mama? Oh, Peter. I'm so sorry. Now you have to rectify everything. Because I couldn't. We're outside. We can get out of here. What about Ellie and Timmy? They are still under the spell. I can't help them. I don't have to. Yes, you don't. I promised Ellie, though. But what if I die? What if I'm here only to die? There is no death. I love you. I love you too. Also er ist auf jeden Fall einiges älter geworden. Okay, das haben wir gesehen und wir dürfen wieder einmal mehr bei dem Lob anfangen. Okay. Jetzt wird vermutlich wieder die Kette dran sein, ja. Es ist irgendwie ein bisschen sehr speziell, diese Phase. Tja, jetzt geht das wieder los. Türrütteln gibt sicher auch einen Erfolg. Rüttle ja noch 200 Türen im Haus und du hast ihn. Oh Kacke! Oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke! Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich kann mich nicht bewegen, wieso geht nichts? Oh, scheiße, scheiße, scheiße! Was? Was ist das für ein Speichern? Wo muss ich denn hinrennen? Was? Vielleicht eine Taschenlampe anhabe? Ich habe keine Ahnung. Hier. Hier. Oh Gott. Ich habe die Taschenlampe noch an. Die gute Dame hat ein bisschen einen Silberblick. Oh, eine Errungenschaft. Erinnerung, Errungenschaft, Erinnerung freigeschalten.
Okay. Das ist jetzt auch sehr speziell. Okay. Ja, jetzt sagen wir, sind ein, zwei, dreimal gestorben in dieser Folge. Und wie ich gerade sehe, ist es schon wieder an der Zeit, die Folge zu beenden. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge und wahrscheinlich werden wir dann gleich zu Anfang mal mit einem der kleinen Geisterkinder spielen. Wir haben jetzt gerade gesehen, wie hier noch der Ball weggerollt ist. Irgendwie möchte ich so gar nicht erleben, was kommt. Aber ich denke, wir werden es in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet und dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr weitere so Folgen sehen wollt, dann abonniert mich einfach. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss zusammen.